Huckleberry Finn schreibt aktuell 257 Zuschauer, rekordverdächtig für dieses Format. Ja, absolut. Das ehrt mich sehr und freut mich sehr und vielen Dank an euch alle, dass ihr hier jeden Tag einschaltet. Das ist eine tolle Sache. Ich habe mich auch aus dem Urlaub schon gefreut, die Sendung wieder machen zu können. Also auch mir macht das sehr viel Spaß. Vielen Dank dafür. Und Philipp Kurz fragt jetzt auch nach WIT. Wahrscheinlich meinst du WTI. Das schaue ich mir gern an. US-Öl, Leichtöl, WTI. Da haben wir nämlich echte Fortschritte. Erstmal will ich vielleicht mal anfangen mit dem Big Picture, wie man so schön sagt. Da der Monatskerzenschein. Eine Kerze, ein Monat. Was ist da zu sehen? Nun, ich mache das vielleicht mal hier so in einer penetrant pinken Farbe. Es ist ein großer Boden entstanden im WTI-Monatschart. Wir haben einen großen Absturz gehabt 2011, 2012, 2013, als die OPEC das Ölkartell gesagt hat, wir haben keine Lust mehr, für einen Mindestpreis am Ölmarkt zu sorgen. Dann wusste plötzlich niemand mehr, was ist jetzt los, wie sollen wir Öl bewerten, die OPEC kümmert sich nicht mehr um die Mengenkontrolle. Das haben die deswegen gesagt, weil die in den USA schon 2005 technologisch diese horizontalen Bohrmethoden, also das Fracking, da einen Durchbruch hatten. Das hatten zuvor ja auch schon die Chinesen probiert, die haben es nicht hingekriegt, das wirklich rentabel hinzubekommen. In den USA hat man das dann geschafft. Und dann sind die in Richtung neue Rekordproduktion heute produzieren die USA so viel Öl wie niemals zuvor, sind sogar zum Nettoexporteur. Kleine Mengen zwar, aber zum Nettoexporteur von Öl geworden. Das hat den ganzen Ölmarkt umgekrempelt. Und auch die OPEC. Die OPEC hat dann gesagt, wir sorgen nicht mehr für einen Mindestpreis, wir haben den Absturz gehabt. Mittlerweile hat die OPEC sich erweitert zu OPEC Plus. Da ist dann Russland, Kasachstan, weitere Länder dabei, die auch mit recht guter Disziplin das, was sie beschlossen haben, auch einhalten, nämlich wieder eine Mengenkontrolle zu machen. Und wir sehen jetzt sogar für 2020, berichtet jetzt unlängst das Wall Street Journal, dass auch die amerikanischen privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen, die ja auf Gewinnmaximierung aus sind, auch mittlerweile sagen, wir haben jetzt nicht mehr unbedingt den Bedarf, maximale Mengen zu produzieren, sondern einige sagen, ja, also so unbedingt brauchen wir da jetzt nicht die großen Steigerungen nächstes Jahr, was die Menge angeht, sondern sie planen einige sogar weniger zu produzieren an Öl in den USA. Das sind grundsätzlich mal Absichtserklärungen, ob das auch so kommt, bleibt dann abzuwarten, aber das liegt eben auch daran, dass in den USA natürlich ein großes Problem da ist. Das, was jetzt seit 2005 entstanden ist, sind nur 7-8 Jahre. Man hat eigentlich gedacht, so in den 1970er Jahren, der Hochpunkt beim Öl ist erreicht. Und daher gibt es eben auch keine richtigen Exportinfrastruktur, um dieses Öl von diesen Fracking-Feldern zu exportieren auf die eine oder andere Art und Weise. Man hat dann rumgemacht mit Pipelines nach Kanada, nach Mexiko. Ja, so Mexiko und Kanada produzieren ja selbst Öl. Und also richtig kriegt man das nicht los. Und das bedeutet natürlich für ein Fracking-Unternehmen, jetzt wo sich die Vereinigten Staaten autark selbst mit Öl versorgen, wenn ich 2020 nochmal große Sprünge mache bei der Produktion, dann brauche ich im Ausland Kunden und muss das irgendwie verkaufen. Und da hat man dann Transportkosten und die ganze Infrastruktur. Ist schon möglich, das ins Ausland zu schaffen, sage ich mal, zu verkaufen, aber mit höheren Kosten. Und wenn ich dann da anfange zu kalkulieren, das sagen sich eben viele zurzeit, dann, wo ist meine Marge? Die ist dann nicht mehr so wirklich sauber. So, und das könnte dazu führen, dass eben eine erweiterte OPEC weniger Öl produziert, gleichzeitig eben die Fracking-Produktion in den USA sinkt. Und das ist ein bisschen, glaube ich, auch so das, was man im Chart hier erkennen kann. Denn wir haben hier ein 1, 2, da hätte man noch sagen können, 3 Fragezeichen, weil war nicht so richtig aktiviert. Hier haben wir aber die 3. Ja. Also einen aktivierten Boden. Hier war dann schon mal so ein Fragezeichen zu machen, oh, wird dieser Test, ist der erfolgreich? Nun, nicht so wirklich, aber hier haben wir jetzt 3 Monate in Folge mit einem Monat dazwischen mit Rallye-Versuchen gehabt.
wo wir genau diesen Punkt 1 bestätigt haben und damit den Boden bestätigt haben. Ja? Und jetzt ist die Situation jene, wenn man das tiefste Tief von diesen Tests nimmt und da jetzt in den Tageschart geht, dann sieht man hier, dass ein entstehendes, im Tageschart erneutes entstehendes 1, 2, 3 Tief da ist. Bevor ich das mache, zunächst mal die Ziele aus diesem großen Boden. Das 61,8er Fibonacci-Extensionsziel liegt bei 67,29. Das wäre mögliches Ziel nach oben, sofern wir 51,41 auf Monatsschlusskursbasis verteidigen. Tagesschluss auf Tagesbasis, da zoome ich jetzt quasi rein, haben wir eine ähnliche Situation, beziehungsweise ein Signal dafür, dass der Markt nach oben möchte potenziell, denn wir haben hier auch ein 1-2 und hier muss man immer noch ein Fragezeichen dahinter machen, weil das nachrichtengetrieben war durch den Terroranschlag. Die Saudis haben es recht schnell wieder hinbekommen, ihre Produktion wieder nach oben zu fahren. Der Markt hat hier deutlich korrigiert, hat aber kein tieferes Tief gemacht. Ja? Insofern, was jetzt hier fehlt, ist halt wirklich nachhaltig diesen Punkt 1, der bei $57.41 liegt, nachhaltig zu überschreiten und nach oben zu gehen. Und da sind die Versuche nun jetzt gestern, das, was gestern passiert ist, ist eben hier positiv zu werten und auch das, was vorgestern passiert ist, ist positiv zu werten, weil nämlich dieser Punkt 1 hier gekauft wurde. Es gibt keine Schlusskurse drunter. Ja? Und jetzt gerät hier die 57,93 ins Visier, weil das war hier, ist quasi die Signallinie von dieser Kerze, die das erste Mal quasi über den Punkt 1 geschlossen hat. Da ging es ja danach sofort wieder nach unten, aber auch wieder sofort nach oben. Ja, und jetzt hängt der Markt hier ein bisschen an der 57,93, dann erneuter Tagesschlusskurs drüber. Könnte das Signal sein, dass das hier dieser Boden als aktiviert angesehen wird vom Markt und dass wir möglicherweise in Richtung 61,71 gehen, was dann hier so ein Zwischenziel wäre, das 61,8er Ziel aus diesem 1,2,3 Tief im Tageschart. Ein Rutsch unter 57,41 wird die Situation hier bärisch gestalten. Und hier geht es dann drum, um den Tagesschluss. Ja, und der Tagesschluss beim WTI kann man hier in der Produktübersicht bei jedem CFD transparent sich anschauen. Hier ist die Handelswoche heute bis 23, morgen 23, Donnerstag 19, 1945. Thanksgiving ist ja hier verkürzter Handel, aber normale Handelszeiten, 23 Uhr, auch der Schlusskurs dann auf Tagesbasis, Tagesschlusskurs wird um 23 Uhr ermittelt. Da ein Schlusskurs unter 57,41 wäre, hier zunächst bärisch zu werten. Also hier wird ausgehandelt, ob der Markt hier nach oben ausbricht oder nicht. Wir sind genau an den Marken jetzt, wo es spannend ist.